Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzweil PC4 Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ein Metronom im Program und im Multimode verwenden könnt. Im Program Mode ist es denkbar einfach. Ihr braucht nur in den Song Mode gehen, ihr dreht nach links und seht die Factory Metronom Songs, zum Beispiel ein Viertelmetronom. Zurück in den Program Mode, Play und das Metronom läuft. Ihr könnt dabei Tap-Tempo verwenden oder den Tempo-Encoder. Im Multimode verwenden wir dafür ein Riff, um das Metronom des Songs abzuspielen. Ich habe das Clear Multi. Wir rufen den Click-Track und gehen zur Riff-Page. Wir aktivieren das Riff. Laden wieder den Metronom-Song, Rechannel on, wir wollen es loopen und stellen noch die Trigger- und Release-Range ein, da wir das Metronom nicht auf der Tastatur triggern oder stoppen wollen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Controller, um das Riff zu starten, zum Beispiel den Variation-Button. Die Control-Nummer ist 163, Riff On-Off. Und schon können wir im Multimode das Metronom verwenden. Diese Metronomzone könnt ihr einfach importieren, um sie in jedem anderen Multi beliebig zu verwenden. Um den Klick auf Output B zu schicken, einfach auf die Mainpage und Output in der Zone 1 auf Output B stellen. So könnt ihr den Klick zum Beispiel an einen Schlagzeuger schicken und den PC4 CC Sequencer, Step Sequencer oder Arpeggiator auf den Klick direkt synken. So viel zum Metronom. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.